Who are you gonna call? Man in Black oder sowas in der Art. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, welches Franchise Sony Pictures momentan vehementer in den Sand setzen möchte. Hat man bereits bei Man in Black 3 die Vermutung gehabt, wir haben den absoluten Tiefpunkt erreicht, was man mit einem kultigen Science-Fiction-Franchise anfangen kann, kam dann 2016 der neue Ghostbusters-Film, nur damit Sony dann noch MIB International mit mäßigem Erfolg in die Kinos stratzt und jetzt dann auch noch einen weiteren Ghostbusters abliefert, bei dem ich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich große Hoffnungen habe. Anyways, wir bekommen aber Man in Black International trotzdem als limitierte Steelbook-Edition. So eine Sammlerausgabe ist ja trotzdem, finde ich, auch für einen aktuellen Kinofilm immer so eine gewisse Art Ritterschlag. So ein bisschen der das letzte Aufbäumen der Filmstudios, dass sie meinen, irgendwie ist es schon noch was Tolles. Aber ja, wer glaubt, dass man aufgrund der Verpackung einen Rückschluss auf die Qualität des enthaltenen Films ziehen kann, der ist auf diesem Kanal hier definitiv richtig gelandet, um ein blaues, blaues Wunder zu erleben. Apropos blaues Wunder, ich habe mir dieses Steelbook zu MIB International vorbestellt bei Amazon, weil es meiner Meinung nach das einzige Steelbook war, das es zu MIB International gab. Immerhin war es das einzige, das Amazon zu diesem Film gelistet hat. Blöderweise habe ich erst nach dem Release des Films festgestellt, dass es bei Mediamarkt und Saturn offensichtlich auch ein exklusives Steelbook gibt, das aber nicht nur die Standard Blu-ray, sondern auch noch die 4K UHD Blu-ray enthält und das außerdem noch ein ziemlich cooles gezeichnetes popartiges Cover Artwork bietet, das meiner Meinung nach auch ziemlich schön zu der MIB 1 bis 3 Trilogy als 4K UHD Pop Art Steelbook passt. Aber davon wusste man irgendwie nichts, weil es war in keiner offiziellen Ankündigung wirklich eine Rede davon. Und selbstverständlich, wie die meisten Mediamarkt- und Saturn-exklusiven Sachen, war das Mediamarkt Saturn Deutschland exklusiv. Und bei dem einen Saturn, wo ich in Österreich zumindest ansatzweise danach gesucht habe, war nicht einmal ansatzweise die Rede davon. Dafür, diese Abscheulichkeit an Steelbook hatten sie dort. Ich werde mir das Teil jetzt einmal näher anschauen, aber bevor wir das können, müssen wir uns zuerst einmal von diesem Cover Flyer, von dieser J-Card trennen, wo wir hier oben einmal den Filmtitel und das FSK-Logo bekommen. Ist ja natürlich total wichtig, dass wir den Filmtitel da auch noch einmal serviert bekommen für diejenigen, die ihn beim ersten Mal überlesen haben. Endlich sind sie wieder da, ist ein Satz, mit dem man wahrscheinlich keinen einzigen Filmkritiker zitieren kann. Aber man muss ja tatsächlich sagen, Chris Hemsworth und Tessa Thompson, man könnte ja tatsächlich Hoffnung in den Film haben, aber nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, muss ich mich da wahrscheinlich auf was anderes einstellen. Naja, Backcover ist eigentlich relativ einfach und unspektakulär gestaltet. Wir bekommen wie üblich eine ganz kurze Inhaltsangabe, also mit Inhaltsangabe meine ich einen Fünfzeiler, wo Sony sagt, dass es in diesem Man in Black Film um die Man in Black geht. Außerdem die Informationen zum Bonusmaterial, technische Details, Cast and Crew Informationen, bla. Außerdem können wir ganz einfach dieses Backcoverblatt abmontieren, weil es ist hier oben und dann auch auf dem Frontcover mit seinem kleinen runden Klebesticker angebracht, der sich aber leicht entfernen lässt. Auf dem Frontcover bekommen wir Here come the man in blue, da, 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 weil das Steelbook schimmert. Bam, bam, badum. Ja, tatsächlich, irgendwie, wenn man das Ganze so ein bisschen schimmern lässt, wirken gewisse Sachen schon ein bisschen mehr bläulich als schwarz. Aber in erster Linie hat Sony das Steelbook eigentlich gar nicht einmal so schlecht hinbekommen, muss man ihnen lassen. Wir
bekommen den absolut grundierten weißen Hintergrund, wenig überraschend. Außerdem auch die schwarzen Anzüge komplett grundiert, was sie, finde ich, sehr, sehr schön kontrastiert von diesem Hintergrund abhebt. Aber ganz besonders gefällt mir der Kontrast hier unten, wo wir nämlich eben wirklich die schwarzen Anzüge gegenübergestellt haben mit diesem blauen Schimmer von dem Stargate im Hintergrund, was eben durch den unterschiedlichen Lichteinfall und den Metallic Look des Steelbooks eigentlich gar nicht einmal so schlecht hervorgehoben wurde. Das ist tatsächlich Steelbook umfassend, aber im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, vor allem von der Hauptbetrachtungsseite ist dieses Steelbook irgendwie komisch und farblos. Es wirkt irgendwie so wie eine lieblose Aneinanderreihung von Weiß, Schwarz und Blau, ohne auch nur ansatzweise irgendwas Cooles zu bieten. Ja, die beiden möchten cool reinschauen, aber Men in Black sind halt nun mal Tommy Lee Jones und Will Smith. Das ist... Wann war das schon eine gute Idee, die Hauptdarsteller von einem erfolgreichen Franchise zu ändern? Naja, das wäre ja fast so, wie wenn ich fürs nächste Sammlungsupdate den Drachenlord hier rein... Warte mal, die Idee klingt irgendwie lustig. Naja, wir können einen weiteren Blick werfen über den Spine, der seinen Dienst, uns den Filmtitel zu präsentieren, sehr gut erfüllt. Okay, ich mag dieses Backcover. Ich mag dieses Backcover sehr gerne. What the fuck am I looking at? Also ganz ehrlich, wir sehen den Alien aus Mars Attacks, wir sehen Octodad, wir sehen Rambomon, wir sehen natürlich den Mops im Anzug, das ist klar. Und wir sehen... was auch immer dieses Samurai-Pokémon ist. Übrigens, dieses Samurai-Pokémon in eben einer gezeichneten Pop-Art-Version ist das von mir bereits erwähnte Cover-Artwork vom 4K-UHD-Steelbook. Was ich aber wirklich geil finde, ist zum Beispiel, wie man hier bei diesem Mündungsfeuer von der Pistole diesen metallischen Steelbook-Effekt eingebaut hat oder auch eben hier unten bei diesem Energiekern oder was auch immer das sein sollte. Da könnte man fast drüber hinwegsehen, dass sie komplett einfallslos als Hintergrund genau denselben genommen haben wie beim Frontcover. Aber so böse kann ich Ihnen irgendwie in dem Fall gar nicht sein. Es passt tatsächlich ein bisschen, aber jetzt begeistern werdet ihr mir wahrscheinlich nicht böse sein, wenn ich jetzt auch nicht in Freudentränen ausbreche oder sowas. Drinnen die recht einfache Disc und dann... aber ein ziemlich geiles Innenartwork. Das gefällt mir irgendwie tatsächlich. Das hat tatsächlich irgendwie Coolness. So dieses beiläufige Lehnen an der Wand mit der zirpenden Grille XXL 7000. Beziehungsweise er, der einfach nur darauf wartet, dass der Barista von Starbucks seinen Namen falsch schreibt, damit er ihm seinen pickeligen Studentenarsch mit einem Haufen Blei vollpumpen kann. Das ist irgendwie eine durchaus interessante Sache. Wir finden außerdem sogar im Hintergrund, übrigens haben wir da vielleicht sogar wieder ein paar Ähnlichkeiten mit dem Frontcover, was den Metallic-Effekt zum Beispiel betrifft, ein bisschen herausstechendes Weiß, aber was ich hier nicht so toll finde, ist, dass obwohl wir einen Hintergrund und einen Vordergrund haben mit der Waffe und dem Sonstigen, dass hier durch die nicht ganz tolle Abgrenzung eben im Steelbook diese Elemente ein bisschen ineinander verlaufen. Wir haben irgendwie keine Definition zwischen dem Weiß vom Hintergrund, dem Weiß vom Vordergrund, eben auch der mit dem metallischen Steelbook unterlegte Effekt von den metallischen Waffen und dem Hintergrund verfliegt irgendwie, abgesehen davon, dass ihre Hand hier total creepy verphotoshoppt ausschaut oder... bilde ich mir das nur ein. Das ist ihr kleiner... Der Daumen ist irgendwie komplett verdreht. Nein, das soll der Finger sein. Dann ist der Finger zu fett. Irgendwas passt da nicht. Ihr Grafikexperten werdet mir sicher sagen können, was mich stört. Aber... auf den ersten Blick ein ganz ordentliches Innenartwork, finde ich, was aber nicht wirklich perfekt umgesetzt ist, aber
Man muss tatsächlich im Endeffekt trotzdem festhalten, für einen tiptop aktuellen Kino, Blockbuster, für ein Standard-Steelbook zum Vorbestellen um unter 20 Euro, kann man sich jetzt auch nicht sonderlich beschweren, ist es akzeptabel, aber dafür, dass Sony sich eigentlich, also bis jetzt relativ oft auf sich aufmerksam machen konnte mit wirklich tollen Steelbook-Designs, sind wir hier auch wirklich, wirklich weit entfernt.